in Neubrandenburg einmal in die Welt der Medien zu schnuppern und diese selbst mit aktiv zu gestalten, ist dank des NB-Radiotreffs 88,0 kein Problem. Bürger des Landes können in diesem offenen Kanal Hörfunk der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern Radiosendungen gestalten und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen. Insgesamt stehen 4 Studios in Neubrandenburg und jeweils ein Außenstudio in Malchin und Greifswald zur Verfügung. Seit Oktober 2012 hat die gebürtige Güstrowerin Martina Kelling das Radioruder in der Hand. Sie ist zwar die neue Leiterin, neu ist NB Radiotreff 88.0, für sie aber keineswegs. Ja, das stimmt. Ich habe 2002 mit dem Studium hier in Neubrandenburg angefangen, Sozialpädagogik studiert und innerhalb dieses Studiums habe ich ein Praktikum hier im Radio absolviert und habe dadurch quasi den Radiotreff schon ein bisschen kennengelernt und bin dann auch hier hängen geblieben. Ich habe nach dem Studium ein Jahr hier gearbeitet als Leiterin eines Projektes und habe mich dann noch mal so ein bisschen auf meine Sozialpädagogik-Wurzeln berufen, habe 3,5 Jahre Familienhelfer gemacht und bin dann quasi letztes Jahr wieder eingestiegen und jetzt seit Oktober 2012 bin ich Leiterin im offenen Kanal. Möglichkeiten, um im Bürgerradio selbst aktiv zu werden, gibt es jede Menge. Hier kann jeder Bürger in Mecklenburg-Vorpommern herkommen, seine eigene Radiosendung gestalten. Das heißt, er wird hier Nutzer. Dazu gehört eine technische und eine praktische Einweisung. Und dann kann man selber hier diese Technik bedienen und seine Sendung, ob es eine Musiksendung ist oder ob es über bestimmte Unterrichtsfächer geht von Schülern, also auch Schüler können herkommen und Sendungen gestalten. Oder ob es eine ganz andere Sendung ist, wo ich über meine Hobbys erzähle. Das ist jedem Nutzer selber überlassen. Auch zukünftig steht natürlich der Bürger und dessen Möglichkeit, Radiosendungen zu produzieren, im Mittelpunkt. Über den weiteren Werdegang des NB-Radiotreffs hat Martina Kelling schon ganz konkrete Vorstellungen. Wir werden ganz viele Projekte initiieren, wo Nutzer bestimmte Themen in Neubrandenburg, die natürlich regional, lokal aktuell sind, aufgreifen. Wir wollen aber auch in eine andere Richtung zusätzlich gehen und wollen einmal EU-Projekte hier im Sender inszenieren und initialisieren. Und wir wollen ganz viel für Schulen und für Lehrer und für Eltern machen in Zeiten von Facebook und von Internet, was wir ja aus unserer heutigen Zeit nicht mehr wegdenken können, möchten wir Elternabende, Lehrerabende gestalten und Menschen, Leute über das Internet, über Medien allgemein aufklären, also auch übers Radio hinaus. Auch weiterhin liegt der Fokus ganz klar auf dem Auftrag des Senders als Medienbildungszentrum. Zurzeit kann der NB Radiotreff 88,0 auf rund 1.900 Nutzer verweisen. Und mit Sicherheit werden es noch mehr.